Reich Gottes in der Schweiz? Fragte der Gast aus Bobrowskiland. Und wie steht es mit dem Reich Gottes bei euch in der Schweiz? Bruder, ach, Bruder, Ragaz ist tot, Karl Barth ist tot und auch uns ist schon ganz elend. Denn längst hat Gott seinen Boden unter unseren Füßen verloren an Immobilienfirmen. Bekümmert tuscheln die Kirchen am grünen Tisch mit Konzernen. Inzwischen verwerfen wir beispielhaft demokratisch ein Mitbestimmungsrecht nach dem anderen. Gleichzeitig ruft immer mehr Angst nach immer mehr Polizisten und nach Verschärfung des Strafrechts. Zusammen mit ihm wurden gekreuzigt zwei Räuber. So ungefähr, Bruder. Und was das Reich Gottes betrifft, ein glimmender Docht in den Herzen, den Köpfen von Spinnern, Rebellen und einiger Stiller im Lande. Literatur hat mich zwar interessiert, schon immer, aber ich hielt sie nicht für meine Lebensaufgabe. Und von einem bestimmten Punkt meines Lebens an ist mir Theologie am wichtigsten gewesen und am wichtigsten geworden. Und Literatur ging immer nur nebenbei als Leser, als Konsument. Aber das war nicht mein Lebensinhalt. Und ich hätte es auch nicht als Lebensinhalt haben wollen. Weil die Probleme, die die Theologie aufwirft, für mich doch noch wichtiger gewesen sind. Und die Literatur ist erst in zweiter Linie gekommen, als eine Möglichkeit, auch theologische Fragen literarisch darzustellen. Aber wann hat das angefangen mit der Theologie? Das hat nach meiner Gymnasialzeit angefangen. Ich habe zuerst zwei Semester Jurisprudenz studiert und musste dann, das war im Jahre 40, als ich mit dem Gymnasium abschloss, 41 war ich ein ganzes Jahr im Militärdienst und das hat dann dazu geführt, dass ich mir alles so überlegt habe, mitten im damaligen Europa des Weltkrieges, wo rundum alles drunter und drüber gegangen ist und die Jurisprudenz hat mich nicht befriedigen können. Und ich fragte mich damals, was lohnt sich in dieser Zeit überhaupt noch zu studieren und was lohnt sich, sein Leben damit zu verbringen. Und ich bin dann durch das Wirken von Karl Barth damals in der Schweiz aufmerksam geworden auf die Theologie. Und das hat mich fasziniert und ich hatte das Gefühl, dass die theologischen Fragen diejenigen Fragen sind, die mich wirklich interessieren, die mich existenziell betreffen. Also die Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach einer möglichen Perspektive der Zukunft, nach einem vernünftigen, möglichen Zusammenleben. Und ich fand dann eben mitten in diesem Durcheinander des Weltkrieges, die Schweiz war ja verschont, aber ringsum alles fiel da in Trümmer. Und ich fand damals, dass es eigentlich für mich keine andere Möglichkeit gibt, als Theologie zu studieren und Pfarrer zu werden einmal. Und eben vor dieser Perspektive ist die Literatur damals in den Hintergrund getreten. Körperkirche. Die Kirche des Geistes sind unsere Körper, schrieb der Epileptiker einst nach Korinth. Darum dann Umarmungen, Küsse und heilige Mähler. Erst später
Kirchen aus Stein. Immer während der Kreuzigung. Dogmen machen ihn dingfest, Herrschaft legt ihn aufs Kreuz, Begriffe nageln ihn fest, Kirchen hissen ihn hoch. Absenz. Die Kirche ist auch für die Arbeiter da, sagte der Pfarrer. Niemand hatte etwas dagegen, nur war in der Kirche, wie meistens, kein Arbeiter da. Der Karl Barth ist für Theologen in Holland ein Riesengestalt. Sie werden eifersüchtig sein, dass Sie regelrechte Schüler des Karl Barths gewesen sind. Ja, ich habe also Karl Barth zunächst kennengelernt durch seine politischen Schriften. Er hat damals während der Kriegszeit ja in der Schweiz mit Vorträgen und Artikeln gewirkt, hat zum Widerstand aufgerufen, hat sich gegen den Nationalsozialismus deutlich erklärt, er hat sich eingesetzt dafür, dass noch mehr Flüchtlinge in der Schweiz aufgenommen werden und so weiter. Eine ganze politische Aktivität von Karl Barth. Die hat mir imponiert, weil er eigentlich damals eine klare Linie vertreten hat. War er beliebt in der Schweiz damals? Nein, er war bei den einen beliebt und zum Teil wurden seine Schriften ja verboten von der Regierung. Warum? Aus Angst vor den Deutschen, nicht? Aus Angst, es gäbe irgendwelche Repressalien von deutscher Seite, weil da einer einfach ein bisschen frech seine Meinung auch sagte und deutlich seine Meinung sagte. Und das hat mich zu ihm hingezogen. Ich habe mich dann gefragt, was steckt dahinter, dass einer so mutig und so klar Stellung nimmt. Und bin dann natürlich auf seine Theologie gestoßen und merkte, dass das alles irgendwie evangelisch-christlich fundiert war. Das hat mich also motiviert, dann selber Theologie zu studieren. Und nach dem Krieg, als der Krieg zu Ende war und ich ein bisschen beweglicher war, in meinen Möglichkeiten bin ich dann nach Basel gegangen, habe bei Karl Barth auch noch ein bisschen studiert und er war natürlich ein faszinierender Lehrer durch das, was er geboten hat, durch seine Vorlesungen. Er hat uns auch ermutigt. Ich mag mich erinnern, zum Beispiel die Frage, dass er gefragt worden ist von einem Studenten, ja, Herr Professor, was soll man machen als Pfarrer einmal? Kann man über Dinge predigen, die man nicht glaubt? Es gibt doch einfach immer wieder in der Bibel und so Dinge, die man nicht glauben kann. Er hat darauf ungefähr so geantwortet, hat gesagt, ja gut, man braucht ja nicht über alles in der Bibel zu predigen, aber es kann heilsam sein, auch über Dinge zu predigen, die man nicht glaubt. Vielleicht, wenn man richtig über sie predigt, glaubt man sie dann nachher doch, wenn man gepredigt hat. An Karl Marx im Grab. Lieber Karl Marx, man sagt, dass du dich umdrehst im Grab. Tja eben, das hat man vom Verstorbensein, das Nachsehen meist. Sei froh, dass dein Grab in London ist, hier wenigstens darfst du dich umdrehen in ihm. Der Einbalsamierung bist du Gottlob ja entgangen, sie passte auch schlecht zur Dialektik. Doch, doch, ich mag dich und diese Geräusche, die Seufzer jedes Mal, wenn du dich umdrehst. Hier und da, weißt du, glaube ich wirklich an Auferstehung. Warum also nicht an die Deine? Deinen Erbschänden, fürchte ich, hoffe ich, käme sie so wenig gelegen wie den Profitgeiern bei uns. Deswegen gib keine Ruhe und dreh dich weiter. Der Tag wird kommen. Vielleicht, dass du dann keinen Bart mehr trägst und einen anderen Namen. Thank you.
predige, bin ich nicht Dichter, sondern dann bin ich voll und ganz und hundertprozentig Prediger. Wo allenfalls etwas von Dichtung spürbar wird, das ist dann in den Gebeten, in den gottesdienstlichen Gebeten, die ich alle meistens selber formuliere. Und das ist ja auch klar, nicht? Auch in der Bibel sind die Gebete, nehmen wir die Psalmen oder was immer für Gebete formuliert sind, das ist ja immer eine Form von Dichtung. Gebet und Dichtung sind ja ganz nahe beieinander. Dichtung wird zu Gebet oder Gebet wird zu Dichtung. Das ist ja fast nicht zu trennen. Und da ist irgendwie der Verbindungspunkt wahrscheinlich auch bei mir zwischen Dichter und Pfarrer und Theologen. Währenddem in der Predigt versuche ich möglichst sachlich und sachbezogen, textbezogen, also zu den biblischen Texten zu sprechen und nicht ins Poetische schwärmen oder delirieren zu geraten. Dichter. Vielleicht hält Gott sich einige Dichter, ich sage mit Bedacht, Dichter, damit das Reden von ihm jene heilige Unberechenbarkeit bewahre, die den Priestern und Theologen abhanden gekommen ist. Wenn eine Begegnung mit Menschen Spuren hinterlassen hat bei mir, die weitergewirkt haben, so dass ich das Gefühl hatte, irgendetwas ist da noch nicht zu Ende oder ich bin mit diesem Menschen innerlich nicht zu Ende gekommen, das ist nicht erledigt für mich, dann hat sich hinterher das Bedürfnis oft gemeldet, etwas zu schreiben. Als sie mit 20 ein Kind erwartete, wurde ihr Heirat befohlen. Als sie geheiratet hatte, wurde ihr Verzicht auf alle Studienpläne befohlen. Als sie mit 30 noch Unternehmungslust zeigte, wurde ihr Dienst im Hause befohlen. Als sie mit 40 noch einmal zu leben versuchte, wurde ihr Anstand und Tugend befohlen. Als sie mit 50 verbraucht und enttäuscht war, zog ihr Mann zu einer jüngeren Frau. Liebe Gemeinde, wir befehlen zu viel, wir gehorchen zu viel, wir leben zu wenig. Neapel sehen. Er hatte eine Bretterwand gebaut. Die Bretterwand entfernte die Fabrik aus seinem häuslichen Blickkreis. Er hasste die Fabrik. Er hasste die Maschine, an der er arbeitete. Er hasste das Tempo der Maschine, das er selber beschleunigte. Er hasste die Hetze nach Akkordprämien, durch welche er es zu einigem Wohlstand zu Haus und Gärtchen gebracht hatte. Er hasste seine Frau, so oft sie ihm sagte, heute Nacht hast du wieder gezuckt. Er hasste sie, bis sie es nicht mehr erwähnte. Aber die Hände zuckten weiter im Schlaf, zuckten im schnellen Staccato der Arbeit. Er hasste den Arzt, der ihm sagte, Sie müssen sich schonen, Akkord ist nichts mehr für Sie. Er hasste den Meister, der ihm sagte, Ich gebe dir eine andere Arbeit, Akkord ist nichts mehr für dich. Er hasste so viele verlogene Rücksicht, er wollte kein Greis sein, er wollte keinen kleineren Zahltag, denn immer war das die Hinterseite von so viel Rücksicht, ein kleinerer Zahltag. Dann wurde er krank, nach 40 Jahren Arbeit und Hass zum ersten Mal krank. Er lag im Bett und blickte zum Fenster hinaus. Er sah sein Gärtchen, er sah den Abschluss des Gärtchens, die Bretterwand. Weiter sah er nicht.
Bald kannst du wieder hinaus, sagte die Frau, es steht jetzt alles in Blust. Er glaubte ihr nicht. Geduld, nur Geduld, sagte der Arzt, das kommt schon wieder. Er glaubte ihm nicht. Es ist ein Elend, sagte er nach 3 Wochen zu seiner Frau. Ich sehe immer das Gärtchen, sonst nichts, nur das Gärtchen. Das ist mir zu langweilig, immer dasselbe Gärtchen. Nehmt einmal 2 Bretter aus dieser verdammten Wand, damit ich was anderes sehen kann. Die Frau erschrak. Sie lief zum Nachbarn. Der Nachbar kam und löste 2 Bretter aus der Wand heraus. Der Kranke sah durch die Lücke hindurch, sah einen Teil der Fabrik. Nach 1 Woche beklagte er sich, ich sehe immer das gleiche Stück Fabrik, das lenkt mich zu wenig ab. Der Nachbar kam und legte die Bretterwand zur Hälfte nieder. Zärtlich ruhte der Blick des Kranken auf seiner Fabrik. Verfolgte das Spiel des Rauches über dem Schlot. Nach 14 Tagen befahl er, die stehen gebliebene Hälfte der Wand auch zu entfernen. Ich sehe unsere Büros nie und auch die Kantine nicht, beklagte er sich. Der Nachbar kam und tat, wie er wünschte. Als er die Büros sah, die Kantine und so das gesamte Fabrikareal, entspannte ein Lächeln die Züge des Kranken. Er starb nach 1 Tagen. Die Ratlosen. Ich fürchte meine Ratlosigkeit, du fürchtest deine Ratlosigkeit, wir fürchten unsere Ratlosigkeit. Es schickt sich nicht, ratlos zu sein. Betrachten wir also den Mond? Oder kommt im Fernsehen was? Die Schweiz ist ein ruhiges Land. Wenn Arbeiter streiken, gilt dies als ökonomische Sabotage. Streikt hingegen das Kapital, so ist es ein ökonomischer Sachzwang. Die Schweiz ist ein braves Land. Ziviler Ungehorsam wird nur in der Form von Steuerhinterziehung geduldet. Die Schweiz ist ein friedliches Land. Wer nicht schießen will, den sollte man kastrieren, wurde jüngst an der kantonalen Delegiertenversammlung einer der staatstragenden Parteien gesagt. Die Schweiz ist ein demokratisches Land. In freien Abstimmungen darf sich das Volk gegen seine Interessen entscheiden. Die Schweiz ist ein prosperierendes Land. Unsere Wirtschaft will wachsen und wachsen, auch auf die Gefahr hin, dass einst nichts mehr wachsen könnte. Ich würde sagen, ich lebe gerne in der Schweiz. Ich mag dieses Land auch. Aber dann ist es ja so, wie immer, wenn man etwas mag, wenn man etwas liebt, ist man auch schneller empört, nicht? Wenn etwas nicht so ist, wie man gern möchte. Und wenn man sieht, dass da Dinge nicht stimmen und so, dann empört man sich und wird zornig. Aus Liebe wird man zornig. Aus Gleichgültigkeit lässt man die Sache einfach gehen. Ich bin oft unruhig und oft auch zornig über mein Land, weil ich es liebe. Ja, ja. Welche Sorge sind das? Sind das die Sorge über ökonomische Herrschaft? Es gibt natürlich einen ganzen Komplex von Sorgen. Es gibt die Sorge, dass die Schweiz zwar ein kleines Land ist, aber finanziell als Finanzmetropole, Finanzplatz Schweiz, wie man dem sagt, eine Großmacht ist. Und das ist einfach gefährlich nach innen, weil da wirklich die Finanzkräfte, die Wirtschaftskräfte eine Übermacht bekommen, die in vieler Hinsicht gefährlich ist, die gefährlich ist für das Zusammenleben der verschiedenen Sprachregionen, die gefährlich ist sozial natürlich. Das ist das eine Problem. Es gibt ein anderes Problem, das ist, dass die Schweizer Militaristen sind, im Grunde genommen. Also das Militär spielt hier eine so große Rolle, dass es unheimlich
wird. Nicht? Die Schweizer glauben an ihr Militär, weil sie keinen Krieg gehabt haben seit anderthalb Jahrhunderten. Nicht? Und deshalb glauben sie noch fest, dass die Armee etwas taugt. Und alle politischen Entscheidungen werden immer wieder daran geprüft, ob sie für die Armee, für die Landesverteidigung tauglich sind oder nicht. Also das ist auch höchst gefährlich, auch politisch. Zeitbombe. Nachts hört er, schlaflos liegend, das Ticken in seinem Körper, die Zeitbombe Zeit. Folie divine. Gott, jener große Verrückte, der noch immer an Menschen glaubt. Subversion. Zärtlichkeit, eine der Töchter Gottes und unbeirrt, subversiv. Wie schwach sie auch sein mag, sie legt es darauf an, das männliche Spiel zu beschämen, zu verwirren, damit wir uns vielleicht und endlich doch noch entschließen, es abzubrechen und ein anderes, besseres Spiel zu beginnen. Intonation. Singet dem Herrn, der nie eine Uniform trägt, der nie eine Waffe ergreift, der Tote zum Leben erweckt. Singet dem Herrn, der nie einem Fahnentuch traut, der nie an Parolen sich hängt, der Feinde als Brüder entlarvt. Wenn ich sagen würde, ein Mensch ist gut oder ein Mensch ist böse, wäre das auf alle Fälle gelogen, denn es ist viel komplizierter. Er ist ein, als Mensch ist er sicher teils gut, teils auch böse, sind wir alle, nicht? Und dieses Geflecht zu entwirren und die Wahrheit herauszufinden über einen Menschen schon nur allein, ist ein ganz schwieriges Unternehmen. Geschweige denn, wenn es jetzt um gesellschaftliche Zusammenhänge geht. Und das ist der Vorteil der Lüge, dass sie also primitiv und einfach wirken kann und die Leute verblenden kann, währenddem die Wahrheit ist viel mühsamer, ist viel schwieriger herauszufinden. Wo kommt er hin? Wo kommt er hin, wenn alle seiten? Wo kommt er hin und niemand ging? Für einen ist es zu schauen, wohin dass man kommt, wenn man ging. Aber die Geschichte wird von Menschen gemacht und wir können diese Verantwortung nicht von uns abwälzen. Wir können nicht sagen, also das musste sein, Auschwitz musste sein, der Völkermord in Kambodscha musste sein. Nein, das haben Menschen gemacht, das haben bestimmte Gruppen von Menschen so gewollt und so gemacht. Und die können sich also nicht entschuldigen dadurch, dass sie sagen, das war Gottes Wille. Ich muss da Gott in Schutz nehmen und dem Menschen mehr Verantwortung zubilligen oder zuschieben. Ich glaube, die Menschen sind weithin die Subjekte der Geschichte. Und deswegen würde ich sagen, Gott kann nicht mehr allmächtig genannt werden. Das ist eine fast heidnische Vorstellung, wie es sich jetzt zeigt nach all diesen schrecklichen geschichtlichen Erfahrungen, die wir haben machen müssen. Und mir scheint, dass Gott doch einleuchtender ist, wenn man ihn ganz klar, und zwar so in dieser Klarheit ausspricht und glaubt. Gott ist Liebe, in diesen drei Wörtern. Das ist so klar, dass damit auch alle missbräuchlichen Berufungen auf Gott ausgeschaltet werden. Gott lebt in der Beziehung auch von Mann und Frau, von Menschen überhaupt miteinander, in der brüderlichen, gemeinschaftlichen Beziehung. Und das ist ja, glaube ich, das Geheimnis Gottes, dass
er eben nicht eine, nicht ein Götze ist im Sinn eines Idols, einer Figur, sondern dass er lebendig ist und das heißt, dass er immer in Beziehungen erlebbar und erfahrbar wird. Deshalb eben, Gott ist Liebe, Gott ist Dialog und wird, ist ansprechbar und er äußert sich auch uns gegenüber. Und insofern kann ich ihn in dieser Lebendigkeit nicht festlegen, zum Beispiel, Gott ist Mann, Gott ist Vater. Er kann auch Mutter sein, nicht? Warum nicht? Ich sehe Gott auch nicht eben als den Allmächtigen, sondern ich sehe ihn auch als den, der ganz klein ist, zum Beispiel. Der cherubinische Velofahrer. Das Rad, das er fährt, hat mehr als ein Rad, hat zwei Räder, ist ein Velo und auf heutigen Straßen ein Anachronismus. Motorräder, Autos pfeilen wie Geschosse an ihm vorüber oder auch ihm entgegen und alle Zeit gefasst erwartet der cherubinische Velofahrer, frontal oder hinterrücks getroffen, erlegt zu werden. Doch hat er sich vorgesehen. Sein Testament im notariellen Safe hinterlegt, bestimmt, dass sein Velo vollends in seine Einzelteile zerlegt, mit ihm begraben und dass auf dem Grabstein der Sintspruch stehen soll: Wir rasten, rosten hier zu zweit, gelobt sei Gott in Ewigkeit. Statt des zufälligen Namens wird das Grab die wahre Identität des Erlegten festhalten, der cherubinische Velofahrer. Da alles zum Voraus wohlbestimmt und geordnet ist, radelt der cherubinische Velofahrer desto unbeschwerter am Rand belebter Straßen einher, freut sich der aromatischen Wiesen und Wälder, genießt den unermüdlich sich verändernden Himmel und hat nicht aufgehört, sich über die vielen Leute zu wundern, die, einzeln oder gruppenweise, in Geschosse verwandelt, ihm entgegen und haarscharf an ihm vorüberschießen.